Da sollte mir erlaubt sein, als Moderator, Herr Hofreiter, Ihnen dazu auch eine Frage zu stellen. Nämlich. Nee, ist nicht erlaubt. Sie sehen. Das ist ja lustig. Herr Hofreiter. Weil das finde ich. Das finde ich ja tatsächlich spannend, auch mal an Ihnen als Person festzumachen. Sie sind bei den Grünen eine Partei, die ihre Wurzeln natürlich in der Umwelt, aber auch in der Friedensbewegung eben hat. Und jetzt sind Sie so sehr für Waffenlieferungen auch bekannt in der öffentlichen Debatte. Mal haben den Spitznamen schon in manchen Medien als der Panzer-Toni. Nicht meine Worte, ich zitiere da nur. Haben Sie mit alten Idealen brechen müssen in den letzten Jahren? Nein, ich habe mit Irrtümern brechen müssen. Nämlich, wenn ich mir anschaue, was ich 2014 erzählt habe, schäme ich mich im Rückblick dafür, wie sehr ich mich geirrt habe über die Natur Putins, über sein Regime. Man hätte es 2014 auch schon erkennen können. Und was wir machen, ist in meinen Augen klar linke Politik. Wir helfen der Demokratie gegen die Diktatur. Wir helfen dem Schwächeren gegen den Stärkeren. Wir helfen denjenigen, die ermordet, vergewaltigt, gefoltert werden sollen, gegen die Folterer, Mörder und... Und deshalb haben wir sozusagen nicht mit den Prinzipien gebrochen zu haben. Und ich würde mir sehr, sehr wünschen, wenn ich mich nie mit diesen ganzen Panzern und all diesen Fragen beschäftigen hätte müssen. Ich habe vor kurzem einen Friedensforscher getroffen, der hat gesagt, das, was er Putin am meisten persönlich übel nimmt, ist, dass er ihn gezwungen hat zu erkennen, dass viele seiner Überzeugungen sich als falsch herausgestellt haben. Und damit sozusagen zu dem, was Herr Aken vorher gesagt hat. Die Sowjetunion, eine konservative Status-Quo-Macht, die kein Interesse sozusagen hatte, Europa anzugreifen, zu vergleichen mit dem imperialistischen Putin, das ist fast bizarr falsch. Putin, der aufrüstet. Massiv den Krieg auszuweiten. Putin, der 2000 im Zweiten Tschetschenienkrieg 80.000 Zivilisten ermorden hat lassen. Putin, der einen Teil 2008 von Georgien besetzt hat. Putin, der 2014 die Ukraine das erste Mal überfallen hat, was bereits zu 15.000 Toten geführt hat, wo wir mehr oder weniger die Schultern gezuckt haben. Putin, der ab 2015 in Syrien insbesondere Krankenhäuser, Schulen und Kindergärten bombardieren hat. Diesen Putin mit der alten Sowjetunion zu vergleichen, das ist dermaßen fachlich falsch, dass man eigentlich wirklich schreiend davonlaufen könnte. Ich hoffe, Sie bleiben noch im Studio, Herr Hofreiter. Frau von Aken. Sie dürfen aber, ich würde es auch mit einer Frage einleiten, nämlich, wenn Sie auf die vergangenen zwei Jahre zurückblicken, wie hat der Krieg in der Ukraine nicht nur die Debatten, aber auch vielleicht die deutsche Gesellschaft verändert? Sie haben ja jetzt auch so ein bisschen Blick von außen, weil Sie nicht mehr in Deutschland wohnen, sondern in Israel. Völlig. Also eine Sendung wie heute Abend wäre vor zwei Jahren nicht denkbar gewesen, dass ungefähr 27 Mal wehrhaft, wehrtüchtig, kriegstüchtig und so weiter fällt und alle sich eigentlich einig sind, dass das die normale Begrifflichkeit ist. Das war es vor zwei Jahren nicht. Sind sich ja nicht alle einig, Sie zum Beispiel? Genau, ich nicht und ich würde es wahrscheinlich auch nicht so sagen und du so semi. Was mir aber auch auffällt, ist, dass die Fakten auf der Strecke bleiben. Also ich bin Naturwissenschaftler, Toni auch, wir sind beides Biologen und als Naturwissenschaftler halte ich das gerne mit Zahlen. Und wenn ich mir die Zahlen angucke, dann gibt es zwei Fakten, die kann man nicht ausräumen. Das eine Faktum ist, bei der Bundeswehr wurde nichts kaputt gespart. Ich habe es mal angeguckt, in den letzten 10 Jahren ist der Bundeswehretat, Herr Karasch, die Zahlen lügen nicht, von 32 Milliarden auf 52 Milliarden gestiegen. Sie waren 60% in 10 Jahren. Und dann 60% in 10 Jahren. So eine fertige Heizerhöhung hätte ich gerne mal, 60% in 10 Jahren. Das heißt, gespart wurde da gar nichts, kaputt gespart gar nichts. Sie haben 60% mehr bekommen. Das zweite Faktum ist auch ganz klar. Schauen Sie sich mal an, wie viel Geld die NATO für Militär ausgibt und Russland, China und der Rest der Welt zusammen. Die NATO gibt mehr Geld aus als alle Länder der Welt zusammen. Und selbst wenn Trump gewählt wird und wenn die USA sich aus Europa zurückziehen, dann bleibt immer noch, dass die europäischen NATO-Staaten
mehr als doppelt so viel fürs Militär ausgeben als Russland. Und da ist die Kaufkraft schon einberechnet, die Zahlen. Mehr als doppelt so viel geben wir fürs Militär aus. Wenn jetzt irgendwer hier sagt, wir haben nicht genug Geld fürs Militär, wir sind hier nicht sicher, dann frage ich doch mal, warum sind wir denn nicht sicher? Ja, aber ganz nüchtern, es kommt auch was ganz... Herr Hofreiter, Russland sozusagen bringt 10-mal so viel Artilleriegranaten an den östlichen Frontabschnitt als wie die Ukraine. Und das liegt daran, dass der Westen insgesamt trotz der hohen Ausgaben nicht liefern kann, weil ein erhebliches Teil dafür in Personal geht. Das ist einfach der Punkt. Am Ende sozusagen zeigt sich's im Einsatz. Und das sehen wir gerade in der Ukraine, dass es halt bei Weitem nicht lang. Am Ende zeigt sich's im Einsatz, ist ein gutes Stichwort, weil Herr Karas, Sie waren im Einsatz. Sie haben eben den Kopf geschüttelt, als Herr van Aken gesagt hat, da wurde richtig viel Geld reingesteckt und kaputt gespart wurde da gar nichts. Können Sie das bestätigen? Also, kaputt gespart auf jeden Fall. Also ich kann mich an die ersten Einsätze erinnern, wo wir damals als Soldaten hingegangen sind, haben privat beschafft uns Ausrüstung, angefangen von Holzern für die Pistolen, medizinisches Material tatsächlich privat besorgt. Also jeder ist im Durchschnitt mit 1.500 bis 2.000 Euro, die er ausgegeben hat, in den Einsatzreihen. Und zwar jetzt nicht, weil er gesagt hat, ach super, da kann ich mir Titankochlöffel holen, die Suppe besser mit umrühren, sondern um mein Leib, mein Leben zu beschützen. Wann war das? Wann war das? 2008, 2011. Hey, ich rede ja gerade über 2012. Ja, aber die kommen doch nicht, die Ware kommt doch nicht von heute auf morgen. 52 Nein. Milliarden, ja. 60,3% Zuwachs. Ich versuche es ganz einfach zu machen, Herr van Aken. Man muss sehen, was war der politisch vorgegebene Auftrag. Bis 1990 war es die Landes- und Bündnisverteidigung, danach gewachsen, out of area, Sie kennen die Urteile, komplett andere Aufgabe. Das ist so, wie wenn ich der Kölner Berufsfeuerwehr, ich mache es ganz einfach, sage, ihr seid nur noch für das Auspumpen für Keller zuständig, das perfektioniert ihr, ihr verkauft Leiterwagen, Löschfahrzeuge, Atemschutz, Ausstattung und ihr macht nur noch Katastrophenschutz. Und das beherrschen die. Wir waren hoch anerkannt für das, was wir in Mali, Afghanistan etc. pp. Gemacht. International top. Und jetzt kommt von heute auf morgen ein Brandstifter in Köln und man fragt sich, wie kann das denn sein? Wir haben doch in Pumpenanlagen investiert. Wo ist denn das ganze Geld hin? Das sind komplett andere Aufträge als das, was wir gemacht haben. Und das ist und das war politisch vorgegeben. Es ist nicht so, dass die Bundeswehr das sich irgendwie ausgesucht hat. Wenn Sie zur Zeit ihrer Zeit im Bundestag die verteidigungspolitischen Richtlinien sehen, da wurde Putin als Partner beschrieben. Es wurde beschrieben, dass wir mit keinen Aggressionen mehr Putins zu rechnen haben. Deswegen 8,3 Milliarden einsparen etc. Das muss man schon erklären, ganz einfach, um zu verstehen, welche besondere Herausforderung Boris Pistorius hat, der jetzt mit diesem letzten Jahrzehnt sparen oder priorisieren in die falsche Richtung umgehen muss. Genau. Und wenn wir es nicht tun, sind wir nicht verteidigungsfähig und das müssen wir einfach nachvollziehen. Und der Punkt ist verstanden. Die Debatte noch mal ein bisschen weiter drehen. Und zu einem bisschen anderen Punkt kommen, bevor wir uns in Zahlenschlachten verlieren. Frau Rosenthal hat es schon mehrmals erwähnt, die Wehrpflicht, die ist ausgesetzt. Aber man kann sich freiwillig zum Wehrdienst melden. Und die Frage ist ja, warum entscheiden sich eigentlich heute junge Menschen dafür? Das haben die Kollegen vom WDR, von Westpol, sich mal angeguckt. Und das ist ganz interessant. Gucken wir mal rein. Der Krieg gegen die Ukraine sorgt für ein Umdenken. 30 junge Freiwillige haben sich hier dem Heimatschutzregiment der Bundeswehr angeschlossen. Viele kommen wie Emma direkt von der Schule. Die Situation in Osteuropa hat auf jeden Fall eine große Rolle gespielt, weil man eben gemerkt hat, es ist immer näher gekommen und möchte auch irgendwie was tun und sich irgendwie ja eben dieses heimatverbundene Zuhause irgendwie schützen. Emma ist freiwillige Wehrdienstleistende. Die Aufgabe im Kriegsfall klar abgesteckt, der Schutz kritischer Infrastruktur. Dort unterschreibt man ja dafür, dass man innerhalb von Deutschland bleibt. Also viele haben ja auch Angst vor diesem Ding mit dem Auslandseinsatz. Aber das ist ja beim Heimatschutz komplett vorgebeugt, man geht nicht ins Ausland. Training mit dem G36-Gewehr, bis zu 700 Schuss pro Minute. Die Ausbildung unterscheidet sich kaum von der der Berufssoldaten. 7 Monate dauert der Dienst. Anschließend folgen 5 Monate im freiwilligen Reservistendienst. 6 Schuss, Einzelfeuer! Bis 2031 soll die Bundeswehr rund 22.000 zusätzliche Soldatinnen und Soldaten bekommen. Die Entscheidung für die Bundeswehr? Sie hat gerade in der aktuellen Zeit eine größere Tragweite.
in diesen Fällen, die man hier durchübt, wird einem schon bewusst, dass das echt passieren kann und man darauf dann vorbereitet ist. Emmas Dienst dauert 12 Monate. Danach will sie zum Zoll. Tom hat auf 2 Jahre verlängert. Auch Berufssoldat zu werden, kann er sich vorstellen. Es hat mir hier alles sehr viel Spaß gemacht mit der Bundeswehr insgesamt. Und ja, ich hätte das gerne in Zukunft noch weiter. Konnte mich jetzt noch nicht dazu überwinden, dass es jetzt was für mein ganzes Leben ist. Aber auf jeden Fall für die nächste Zeit. Die meisten werden nach ihrem Wehrdienst als Reservisten im Katastrophenschutz eingesetzt. Oder dann, wenn Berufssoldaten nicht mehr ausreichen. Herr Karasch, ehrlicherweise vor der Vorbereitung dieser Sendung wusste ich gar nicht, dass sowas möglich ist, in so 7 Monaten junge Menschen in Ausbildung zu schicken bei der Bundeswehr. Reicht das, um im Ernstfall Krankenhäuser, kritische Infrastruktur zu beschützen? Das ist immer die Frage, genau, was habe ich wirklich ein Ziel damit oder was sollen die Personen können? Und ich glaube, jeder, der von uns immer ein Praktikum irgendwo gemacht hat, kann auch in einer Woche schon gewisse Dinge tun. Hier geht es ja nicht darum, jetzt große Gefechte verbundene Waffen zu führen oder Spezialoperationen durchzuführen, sondern tatsächlich kritische Infrastruktur zu unterstützen, vielleicht der Zivilbevölkerung zu helfen. Und da ist natürlich so ein Wehrdienst, was eigentlich im Bericht ein bisschen falsch ist. Da gibt natürlich Zeitsoldaten und dann Berufssoldaten. Erst Berufssoldaten werden tatsächlich nur wenige. Genau, nicht alle davon genau, werden Berufssoldaten. Das ist etwas irritierend manchmal. Also sind einfach dann ja, Wehrdienstleistende, die, ja, weil es auf die Frage kam, auf jeden Fall in 7 Monaten eine Menge erlernen können. Tatsächlich, ich habe selber gesehen, es gibt Kameraden damals, die mit im Einsatz waren, die nach einer Vorbereitung von 1,5 Jahren tatsächlich dann schon mit in Afghanistan waren. Mhm. Herr Unsch, es gibt viele Menschen, die waren vor ein paar Jahren noch ganz eindeutig gegen Waffenlieferungen sowieso, wahrscheinlich auch gegen Soldaten, gegen Militär, gegen die Bundeswehr. Und die setzen sich jetzt auf einmal mit der Frage auseinander, brauchen wir das trotzdem und greifen wir womöglich selber zur Waffe, lassen uns womöglich selber ausbilden. Hat sich da bei Ihnen persönlich auch was verändert in den letzten Jahren? Bei mir persönlich? Also ich finde, man merkt es an allen Ecken und Enden, dass dieses Thema sehr virulent ist natürlich. Ich habe auch mit Vertreterinnen und Vertretern der Bundeswehr gesprochen. Ich habe durchaus schon auch verstanden, dass so ein Sondervermögen von 100 Milliarden, dass das in so einem Bereich schnell ausgegeben ist, dass es an vielen Stellen auch um Ausrüstung erstmal geht und dann gar nicht so sehr um Aufrüstung. Genau, also das, finde ich, sieht man schon. Ja, diese ganze Debatte um die Wehrpflicht, die finde ich ehrlich gesagt interessant, weil wir haben eigentlich 2 Akteure in dem Bereich. Das sind einmal die Bundeswehr, wo die Wehrpflichtigen oder die Wehrdienstleistenden hingehen würden, und es sind dann Sozialverbände, die alternative Dienste anbieten würden. Und ich habe bei den Kollegen bei der Diakonie nachgefragt, die sagen, wir haben überhaupt kein Interesse an so einem Dienstpflicht, was ja jetzt immer wieder gesagt wird. Baut lieber die Freiwilligendienste aus, die es gibt, stattet die besser aus und guckt, dass es den Leuten gut geht. Und ich habe auch mit Leuten von der Bundeswehr gesprochen, da wurde mir gesagt, also wir bräuchten 10 Jahre, um diese Infrastruktur wieder hochzufahren. Und so wie ich das verstanden habe, sagt man auch, wir brauchen gar nicht diese Masse, wir brauchen eher Fachkräfte. Also ist mein Eindruck eigentlich, die 2 Hauptakteure, die haben kein Interesse an einer Wiedereinführung der Wehrpflicht, wie wir sie kannten. Und es ist mehr so eine Debatte, die immer mal wieder von politischer Seite aufflammt. Ja, hier haben wir ja Politikerinnen und Politiker sitzen. Frau Güler, die CDU vor allen Dingen, denkt ja immer mal wieder auch um verpflichtendes Gesellschaftsjahr nach. Wie würde das aussehen? Das würde sich nicht nur auf die Bundeswehr konzentrieren, sondern im Sinne einer gesamtgesellschaftlichen Resilienz tatsächlich andere Bereiche auch treffen, beziehungsweise jungen Menschen die Chance geben, sich auch für einen anderen Bereich zu entscheiden, wie beispielsweise Blaulichtorganisationen, Rettungsdienste, aber auch Krankenhäuser, Kitas, meinetwegen auch Klima- oder Umweltverbände. Ungefähr 1 Jahr, das ist so unsere Vorstellung, am besten nach der Schule, wo junge Menschen sich entscheiden können, wohin sie gehen. Die Bundeswehr sollte auch eine Säule davon sein, aber eben nicht ausschließlich. Das ist der Unterschied zur Wehrpflicht und zur Freiwilligkeit. Ich verstehe den Punkt. Wir haben das bei uns in der Partei ja auch sehr offen kontrovers diskutiert. Es gab viele, die sagten, lass uns mehr auf die Freiwilligkeit setzen. Ich gehörte jetzt zu denjenigen, die tatsächlich gesagt haben, lieber verpflichtend. Weil ich habe mir viele Einrichtungen angeschaut, die das freiwillige soziale Jahr anbieten.
Und ich muss feststellen, und das war auch die Bestätigung von vielen Trägern, es ist schon ein bestimmtes Milieu, was sich dafür interessiert. Das sind in der Regel junge Menschen aus gut situierten, bildungsnahen Familien und selten aus Familien, die eben nicht in dieses Milieu gehören. Und ich glaube, um eine gewisse Durchmischung hinzukriegen, müssen es junge Menschen sein aus allen Milieus. Und das kriegen wir meines Erachtens nur mit einer Verpflichtung und nicht mit einer reinen Freiwilligkeit hin. Ich sehe das deshalb anders, weil ich glaube, dass diese Frage des Milieus, die ja ohne Zweifel auch eine Frage ist, die wir beantworten müssen, damit zusammenhängt, dass man sich ein freiwilliges Jahr aktuell leisten können muss, weil das einfach man super wenig Geld dafür bekommt. Und trotzdem sehen wir ja, dass junge Menschen nachfragen. Also wir haben weniger Plätze, als tatsächlich junge Menschen sich engagieren wollen. Und deshalb wäre ich da auch bei den Argumenten, dass es eigentlich nichts bringt, jetzt immer wieder diese Wehrpflicht aus der Mottenkiste zu holen, wenn wir doch das Angebot, was wir haben, nämlich Freiwilligendienste, noch gar nicht hinreichend ausgebaut haben und auch nicht so ausgestattet haben, dass Menschen, die aus Familien kommen, wo es vielleicht nicht egal ist, was man verdient, sich das auch wirklich leisten können.